Leise funkelt das Glück. Ein kleines Handbrevier des untenrum und verwandter Regionen menschlicher Größe und Unzulänglichkeit. Sex. Beliebt bei Jungen und Junggebliebenen. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Von Mattel beziehungsweise Kate-El. Neger, Mythos, Negerpotenz, Long Dong Silver und so weiter. Der Neger macht das Nashorn tot wegen seiner Nase. Er macht Erotikpulver draus und wartet auf Ekstase. Sexualität und Sport. Nein, jetzt kommt nicht der Sermon, dass Jungs samstags zwischen 18 und 19 Uhr weder angerufen noch geküsst oder sogar flachgelegt werden können und wie furchtbar das ist. Hier kommt der Sat.1-Mann Jörg von Torra zu Wort, der endlich Giorgia Torno, mit der er schon in Fritz Egners Päderastensendung Dings da herumsaß, heiraten soll, damit die beiden Jörg und Giorgia von Torra Torno beziehungsweise Torno von Torra heißen, aber das nur nebenbei. O-Ton von Torra, Wohlfahrt hat alle Zeit der Welt. Nun, 2 bis 3 Sekunden maximal waren es, die der Stürmer Roland Wohlfahrt zur Verfügung hatte, um einen Ball ins gegnerische Tor zu jagen. Vergleiche auch Quickie und Ejaculatio Praecox. Ejaculatio Praecox. Oh, oh, oh shit. Beziehungsweise natürlich, oh fuck. Lover. Gern auch Latin-Lover, Gianna Nannini, Frauen haben Bock auf Rock, Frauenpower, Ina Deta. Wer über einen oder mehrere Lover verfügt und gebietet, ist frei und gut drauf oder sowas ähnliches. Ja, ja, nein, nein. Ja, wie denn nun? Geht es nicht deine Idee präziser? Schwul, lesbisch. Identität, Lebensaufgabe beim Arbeitsamt nachfragen, demnächst Ausbildungsberuf. Splicing, nach dem Siegeszug des Piercing, jetzt dieser Dernier Cri. Splicing, hierbei wird das Glied der Länge nach in 2 Hälften zerteilt. Bekannt auch als kalifornische Wünschelrute. Wo bitte geht es hier zum Strand? Fistfucking oder, wie der Franzose sagt, Le Fistefucking. Hinein ins Nass mit Badedass, beziehungsweise Gleitcreme, bis zur Schulter, sonst war es nichts. Für Hartgesottene, das zweite Bein muss mit hinein. Die Zigarette danach. Liebes, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Versöhnungsvögeln. Der heimliche Hauptgrund für häufigen, ja permanenten Partnerschaftsabbruch. So schön ist das, wenn alles wieder gut ist und Tom, Tom, beieinander brummt und schnurrt. Spritzen, abspritzen. Wer das noch einmal sagt, muss lebenslang zur Freiwilligen Feuerwehr. Ortsgruppe Bielefeld-Altenhagen. Zu Roland Porky Brockmann und Andreas Titsche-Thiemann. Ich kenne die beiden. Ihr seid gewarnt, ihr Ferkel. Männergruppe, Strohsack, Lagerfeuer, einander am Eingemachten und am Schweißfuß riechen. Einfach mal mit jemand reden. Siehe auch, nur für Frauen. Das legendäre erste Mal. Feierlicher Eintritt in die heiligen Hallen. Kirchgang, Andacht, Psst. Beschneidung. Wieso eigentlich nur die Vorhaut? Siehe auch Frauenpower und kastriert Vergewaltiger. Männer gibt es nicht, nur Typen. Siehe auch, ey, der Typen nervt total. Wohngemeinschafts- oder WG-Sex wird bei weit geöffneter Tür vollzogen. Damit die Rest-WG weiß, die Beziehung, siehe Beziehungsgespräch, ist noch gut. Hier wird Sex gehabt, alles tipptopp, 1A-Zustand, quasi neuwertig. Sie, ich, ich. Er, hum, hum. Anschließend geht er pfeifend und nackt den Flur entlang ein. Hat ja mal alles wieder ganz prima hingehauen im Minenspiel. Danach kleines Frühstück, Eier im Glas, Sekt, Shampoos, Titten, Lachs, große Welt. Später noch eine Nachlegen. Ech, ech, hum, hum. Hier oben pfeifen im Flur. Großes Frühstück, Zeitung, Stellenangebote. Du, das wäre doch eine schöne Stelle für dich.
Er verschwindet im WC der WG, später ganz. Sie wischt die Küche. Nächstes Wochenende, same player shoots again. Aber wer am Ende des 20. Jahrhunderts noch in einer Wohngemeinschaft lebt, der darf nicht meckern, sondern ist zu Recht gestraft. Mach's mir. Sag's mir. Na gut, was denn? Brot, Butter, Käse, Zigaretten? Analverkehr. Was tut sich eigentlich auf dem künstlicher Ausgangssektor? Zweiter Vorname, Maria, katholische Mädchen. Ich habe mir Moosröschen in die Schamhaare geflochten. Nur für dich. Er, oh, wie nett, denkt Jesus. Siehe auch Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, oh, oh, Jesus. Nein, nicht sehr originell. Aber immer noch besser, als einen falschen Vornamen, vielleicht auch noch besonders enthusiastisch und liebevoll zu jodeln. Darf nie passieren. Falscher Vorname ist ganz schlecht. Tut gerade in intimen Zusammenhängen sehr weh. Ich liebe dich. Immerzu diese Grobheiten. Kunilingus. Schlabber, Schmatz. Sie, tok, 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 auf die Schulter tippend, nicht einmal unfreundlich. Sag mal, was machst du da eigentlich? Orgasmus. Du siehst aus wie Horst Ehmke! Pubertät. Also ihre Mutter finde ich ja eigentlich viel interessanter. Aber wehe, man sagt sowas. Böses Blut. Gar nicht gut. Hörigkeit. Alles über sexuelle Hörigkeit finden Sie im Fachblatt Stern. Siehe auch sexuelle Schwerhörigkeit. Was? Praktiken. Allein das bloße Wort lässt das Blut in den Adern gefrieren und klingeln. Praktiken. Praktiken. Klingt nach Kneifzange, Knebel und Verhauen. Brrr. Selbstbefriedigung. Bei Männern, siehe Männer, immer abstoßend, ekelhaft, widerwärtig, mies. Alter Wichser! Bei Frauen dagegen, große Sache. Magie oder Maggi? Weiblichkeit, Nirvana, Befreiung, schwer erkämpftes Glück. Sich einlassen. A, sich mit jemand einlassen. Untenrum, juhu, alles. Prima. B, sich auf jemand einlassen. Psyche viel groß. Nach dem sich auf jemand einlassen folgt zwingend der Partnerschaftsabbruch, siehe Versöhnungsvögeln. Anschließend wird tüchtig aufgearbeitet mit Trennungs-, ja, Trauerarbeit. Und die macht frei. Der blutige Anfänger. Französisch oder oral? Darkroom, Liebes, stell schon mal den Natursekt warm. Serge Gainsbourg. Die linke Hand auf dem hübschen Arsch einer Frau, in der rechten einen Schwanz, nicht den eigenen, in den man wie in ein Mikrofon hineinspricht. Ah oui, je m'appelle Serge, faire l'amour, boum boum, avec la baguette, oui. Les hommes et les femmes, tout le monde, oui, les baguettes, comme si, comme ça, faire l'amour, faire du boum boum, etc., etc. Großer Mann, tiefe Verbeugung. Ausländereien. Bielefeld, ca. 1981, Petristraße, etwa einen Kilometer entfernt vom lokalen Bordell mit dem schönen Namen Knusperhäuschen. Vier stark betrunkene Deutsche fragen so nach dem Weg. Bumjen, Bumjen. Aus einem mit etwa 7 Türken vollgepfropften Kleinwagen dagegen wird dasselbe Ziel nüchtern und höflich erfragt. Du, wo sein hier Fickfuckhaus? Hand aufs Herz. Wem hätten Sie den Weg erklärt?